Hey Leute, nur ein ganz schnelles Video. Ich wollte mich kurz bei euch bedanken. Ich habe es ein bisschen verpennt. Ich habe über 5000 Abos und das ist normalerweise, ich habe das auch schon mal gemacht, gibt es dann Verlosungen oder so und ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet und habe gedacht, wir machen das dieses Mal ein bisschen anders. Wir geben einfach gemeinsam Geld aus. Bei meinem YouTube-Kanal ist das so, ich habe den monetarisiert, das heißt, immer wenn ein Video läuft und es wird eine Werbung eingeblendet und jemand klickt drauf oder klickt nicht, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist es so, wenn die Videos laufen, wird Geld gut geschrieben. Jetzt ist da ein bisschen was zusammengekommen und ich habe mir gedacht, das geben wir einfach gemeinsam aus, denn das ist ja nur mal so eine Fusionsgeschichte. Ne? Also ich mache die Videos, ihr guckt die Videos, wenn eins von beiden nicht stattfindet, kommt auch dieses Geld nicht zusammen und deswegen sehe ich das so als unser Geld jetzt erstmal. Und da habe ich mir gedacht, was kann man mit der Knete jetzt machen? Ich verschenke sie. Und zwar an die Saarländische Krebsgesellschaft, habe ich mir gedacht. Kriegt jetzt keinen Schock. Das ist nicht der Laden von Frau Pötschke-Langer, die uns gerade Dampfern das Leben so ein bisschen schwer macht. Sondern die Saarländische Krebsgesellschaft kümmert sich um Krebspatienten und deren Angehörige. Und kümmert sich da um vieles, was so Ämtergänge angeht. Und hilft ihnen beim ganzen Papierkram, ist für die da als Ansprechpartner. Und die machen einen echt, echt coolen Job. Und da sind wir auch so ein bisschen im Thema drin, weil leider ist es ja so, dass tatsächlich auch viele Raucher solche Services in Anspruch nehmen müssen. Es kann nur mal krank machen und es ist toll, dass Menschen da sind, die sich darum kümmern, dass diese Menschen in gute Hände gelangen und die Kommunikation mit den Krankenhäusern machen, mit den Ärzten machen. Und ich selbst habe mit denen auch schon zu tun gehabt und ich wollte auch einfach mal Danke sagen. Also habe ich gedacht, das Geld, was über den Kanal zusammengekommen ist, geben wir einfach denen und fertig. Ein Problem dabei ist, ich habe mich verpflichtet, nicht über meine YouTube-Einnahmen konkret zu sprechen. Ich darf euch also keinen konkreten Betrag nennen, der durch die YouTube-Einnahmen zusammengekommen ist. Was ich aber machen kann, ist den Betrag, den ich habe, einfach ein kleines bisschen aufzurunden. Also ich lege da so ein wirklich kleinen Betrag drauf und dann sind wir für die letzten 365 Tage bei 200 Euro, die wir spenden können. Ja, wir machen das einfach, glaube ich, nächstes Jahr wieder, selbe Zeit. Wenn ich es vergessen sollte, erinnert mich dran, dass das Zeug als Spende rausgeht. Und ich mache das einfach so, wenn ich die Spendenquittung habe, poste ich es auf meiner Facebook-Seite. Die Facebook-Seite findet ihr unten. Ihr findet auch einen Link dort zur Saarländischen Krebsgesellschaft. Könnt ihr euch einfach mal informieren, einfach mal angucken, was die so treiben. Und ich kann nur sagen, ich finde es toll, das mit den Abos und dass das hier so läuft. Und ja, guckt das nächste Mal nochmal rein. Ciao.